Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Kanal. Ich bin Broken10 und wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe wieder ein Gast-Replay dabei von dem lieben YouTube Firestorm. Ja, wir gucken mal in seiner Grille Stufe 5 Arty, was er damit so anrichtet. Ich hab ja nicht so viele Arty-Games, weil die Arty sehr verhasst ist, egal in welcher Stufe. Und gestern, ich will euch doch mal ansprechen, gestern zum gestrigen Replay of the Week. Ich weiß, dass es für die Erfahrenen oder beziehungsweise die Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, jetzt nicht unbedingt ein Replay of the Week war. Aber es gibt auch Leute in meinem Channel, die einfach ein bisschen unerfahrener sind. Jetzt nicht unbedingt der Spieler selbst. Ich weiß nicht genau, wie viele Gefechte er jetzt hat. Aber es gibt ein paar, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und für die wäre das vielleicht was man so sich nochmal richtig angucken kann. Weil er hat das taktisch trotzdem sehr, sehr gut gemacht, obwohl er nicht unbedingt jetzt was außerordentlich Geiles gemacht hat. Aber ich fand es einfach insgesamt stimmig und ich weiß, es war kein Replay of the Week für die etwas erfahrenen Spieler einfach so, sondern ich habe es einfach genommen, weil ich fand es ganz schön mal zu sehen, was für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ist das vielleicht ganz gut zu sehen. So, ich habe jetzt was dabei, auch Stufe 5, diesmal eine Stufe höher und auch mehr Schaden. Wir gehen jetzt mal in seine Sicht. Dann schauen wir mal, was das hier bringt. Was er hier so ans Tageslicht bringt mit seiner Grille. Ja, ich habe jetzt zwei Replays. Oh, das geht ja super los. Sekunde, ich mache meinen Ton hier aus. Ich habe zwei Replays von dem Maxi bekommen. Die habe ich nicht genommen. Das habe ich ihm auch geschrieben, warum. Es ist einfach so, weil ich finde es einfach blöd. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Yo! Erster Kill, A20, sehr schön gemacht. Eingezielt, gefeuert, getroffen, abgeknallt, sehr schön. 321 live haben wir uns am A20. So, jetzt ist noch die Mathilda da. Guck mal. Die lächelt doch einen so an. Dieser langsame Teekessel. Ich nenne gerne den rollenden Teekessel. So. T1 Heavy. Na komm. Eingezielt, Feuer und? Oh, schade. Er hat immer den Spotting-Schaden gekriegt. Ja, ist doch gut. So, ja, und nochmal so als kleine Nachrede. Bei mir ist Replay of the Week einfach, was mir sehr gut gefällt. Es geht Replay of the Week könnt ihr bei Grummel sehen. Da sind so Gefechte von 20.000, aber zum Beispiel 5.000 Spot und 6.000 selbst gemacht oder sowas. Punkt 1, es gibt hier so 2 bis 3 Leute, die das machen, aber ich kann sie nicht jede Woche als Replay of the Week nehmen. Das ist einfach blöd, wenn man immer wieder den gleichen hat. Und deswegen, ich nehme halt so ein bisschen, was mir einfach gefällt. Und die Leute, die besser sind, die wissen das halt auch. Und dann nehme ich sie halt nicht immer dran, auch wenn man sehr viel da lernt. Ich nehme sie auch manchmal dran. Zum Beispiel Maxi, er macht sehr, sehr, sehr gute Replays. Beziehungsweise Replay of the Weeks macht er sehr gerne. Macht er auch wirklich gut, aber da muss man abwarten, ob es ein Replay of the Week wird oder nicht. Und gleich von Anfang an sagen, ich will, es wird ein Replay of the Week garantiert. Sowas. Das muss ich dann einfach sehen, dass einfach jeder, der mal sehr, sehr gut gespielt hat, nicht immer die Besten, sondern auch wirklich mal einer, der einfach insgesamt einfach wirklich gut gespielt hat, auch mal zum Zuge kommt. Ich meine, ich habe ja jetzt ein Replay von dem Moritz bekommen, das hat ein Replay davon, hat was davon, also Replay of the Week fähig zu werden. Der Paul hat mir auch was geschrieben, das könnte alles sowas werden, wie gesagt. Schick mir einfach die Replays ein und ich gucke dann einfach, ob's ein Replay of the Week wird oder nicht. Das entscheide ich dann, gucke ich dann einfach beim Zusehen, entscheide ich das dann. Normalerweise schaue ich mir sowieso jedes Replay vorher noch einmal an, damit ich wenigstens weiß, ob es Taktik auch klug ist. Aber ihr seht hier, ach schade, hat leider nicht getroffen. Ihr seht hier wirklich
AT5, also na, Stufe 5 AT kann man doch schon einiges anrichten. Auch wenn ich die amerikanische AT besser finde, weil die macht 700 Schaden mit Heatgranaten. Das passt eigentlich immer. So, Hellcat. Oh, und tschüss. Schön die Hellcat rausgenommen. Jetzt steht es, drei sind noch am Leben und bei den Gegnern sind noch vier am Leben. Dann passt das ganz gut. Also muss ich nur mal kurz so sagen, bei Replay of the Week geht es mir nicht unbedingt um Schaden oder um Spotting, sondern einfach ums generelle Zusammenspiel von Taktik, von Fahren, wie mache ich die Kills, wie entsteht was und sowas. Also wenn ihr super gute Taktiken habt und die auch wirklich gut ausführt und alles, habt ihr gute Chancen. Aber es kann auch passieren zum Beispiel, dass ihr jetzt 6000 Schaden macht und wirklich gar nichts macht. Also dass ihr nur auf gut Glück. Obwohl es bei Dings auf RNGs angeht, also auf Glück, aber manchmal ist es. Ich habe ja auch schon ein paar Replays gehabt. Zum Beispiel von mir sind alle so, also wenn ich mal ein Replay zeige, sind sie immer so über 4.000-5.000 Schaden. Für mich selber wären das keine Replay of the Week, auch mein 7.000. Das Einzige, was ich finde, wäre ein minimales Replay of the Week, wäre mein 7.000 Schaden vom T57 Heavy. Das war das Einzige, was ich fand, das musstet ihr sehen. Die anderen fand ich einfach nur Replays. Von mir aus. Also, ja, und wenn ich hier jetzt sage, Minimum Schaden 7000 auf Replay of the Week, dann würde ich einmal im Jahr eins hochladen können. Weil das ist Schwachsinn, wenn ich auf Schaden oder sowas gehe. Ich gehe einfach auf Leistung. Wenn die Leistung mir gefällt, dann nehme ich sie. So einfach ist das. So, T67. Und nochmal, er spielt hier nicht mit Battle Assistant. Macht er auch ganz gut. Also, ich kann zum Beispiel Arty nur mit Battle Assistant spielen. Ah, das ist die Mauer am Weg. Aber er zählt schon ein, er hat schon 4 Kills. Die meiste Killzahl jetzt schon. Da sind irgendwas umgefallen, das hat er gut gesehen. Und mal Tilda BP ist noch übrig. Boom. Ah, die Matilda Black Prince, die kennen wir. Er hat nicht getroffen, schade. Hätte er ja treffen können. So, und jetzt geht er in diese absolute Kackposition. na, kommt er da weg? Ich glaube nicht. Oder? Kommt er da weg? Ne, er kommt da nicht mehr weg. Schade. Schade, dass er nicht da nicht mehr weggekommen ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist aber auch ein sehr schönes Replay gewesen. Ist halt mein Arty-Replay. Ist halt mal was Neues. Ihr könnt mir auch gerne was Besonderes immer einschicken. Also zum Beispiel, wenn ein neuer Panzer raus ist, zum Beispiel jetzt der Striff S1, da habe ich ja von dem Prolake Creeper, glaube ich, eins bekommen. Ihr könnt mir, ich suche immer was entweder gerade neu rausgekommen ist oder sowas, oder was halt schön zu spielen ist. Genau. Und das fand ich, war ganz gut für den Stufe 5 Arty. Und wir schauen jetzt einfach mal auf die Auswertung. So. Wir haben jetzt hier einen Acer Tank, einmal Bresha Fighter, High Kaliber. 2099 Schaden auf ganzes. Er hat ja das komplette Team gerockt, ey. Gerockt. Stimmt, es war ja ein Stufe 6 Gefecht. Hat aber also am meisten Schaden gemacht, sehr schön. Und 9 Schuss abgefeuert, 6 getroffen, 6 durchgeschlagen. Ist ja klar, ist ja eine HE-Kanone. Hat 528 gespottet und 200.099 Schaden gemacht. Und 20.000 End-XP rausgekriegt. Credits rausgekriegt, ganz wichtig. High Kaliber im Stufe 6 Gefecht mit der Arty. Nicht schlecht. War ein sehr, sehr, sehr schönes Replay. Vielen Dank, dass du es mir eingeschickt hast. Und ja, wenn ihr noch schöne Replays habt, schickt sie mir bitte gerne ein. Ja, wenn ich sie taktisch gut finde, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, werden sie in Replay of the Week. Oder je nachdem. Das schaue ich dann einfach selbst. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.